Ja, traditionell haben sicherlich die meisten von Ihnen am 1. Dezember nicht nur das allererste Türchen am Adventskalender geöffnet, sondern sich auch überlegt, jetzt wäre es doch wirklich mal an der Zeit, die zahlreichen Christkindlmärkte bei uns in der Region zu besuchen. Und tatsächlich, am 1. Dezember starten auch einige, die vielleicht noch nicht kurz vor dem ersten Advent geöffnet haben. So einige von Ihnen gibt es auch nur ein paar Tage, wie zum Beispiel den hier in Landau an der Isar und der Schambereien. Der Landauer Christkindlmarkt. Das sind 19 ganz schnuckelige Stände inklusive Handwerkermarkt zwischen der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt und der Stadthalle. Es geht ja tatsächlich nur bis zum Sonntag, bis zum 4. Dezember. Aber was ist denn hier alles geboten für die Besucher? Also eine ganze Menge an Dingen, die man so kauft, an Weihnachten, Geschenkartikel, Handwerkliches, das hergestellt wird. Da ist zum Beispiel die Seka da, die das ganze Jahr über was basteln. Und wir haben einen Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle integriert. Ja, vieles. Essen, Trinken, alles, was das Herz begehrt. Ja, schön. Und auch für die hiesigen Standbetreiber heißt es noch bis zum kommenden Sonntag geschäftig bleiben, was zugegeben in diesem Ambiente nicht besonders schwer fallen dürfte. Was macht denn für Sie das besondere Flair dieses doch sehr kurzen Christkindlmarktes aus? Immerhin geht ja nur 4 Tage. Ja, gerade deshalb, weil es konzentriert sich alles auf diese 4 Tage. Es ist immer was los und hat richtig Flair hier. Er ist zwar überschaubar, aber es ist sehr gemütlich und es macht richtig Stimmung. Ja. Weil es so klein ist, gemütlich, ja, genau, jeder kennt dann jeden. Weil er einfach vom heimischen Ding einfach angenommen wird und man trifft sie da und es ist schön dabei. Halte ein, werde still, nimm dir wieder mal Zeit, mach auch in deinem Herzen dich für das Weihnachtsfest bereit. Ja, was wir gerade gehört haben, das war der Monolog des Plattlinger Christkindels. In dem Fall ist es dieses Jahr die Laura. Laura, du bist 17. Welches Casting hast du denn bitte schon absolvieren müssen, dass du dieses Jahr diese 4 Tage hier das Christkindl auf dem Christkindlmarkt sein darfst? Also ich war letztes Jahr auch schon Christkind. Ah, okay. Und da haben wir quasi uns beim Bürgermeister zum Gespräch getroffen und dann ist es einfach ausgewählt worden. Es war ganz unkompliziert. Also das heißt, die Nervosität, die man normal beim ersten Mal hat, die ist in diesem Jahr bei dir schon vollkommen verflogen gewesen, oder? Ja, vollkommen, darf ich jetzt nicht sagen, aber es war schon besser als letztes Jahr. Für Laura also auch schon der zweite Auftritt am zweiten Christkindlmarkt unter dem Dach des neu gestalteten Magdalenenplatzes. Ein wahr gewordenes Winterweihnachtsmärchen. Also ich bin wieder begeistert. Mir hat es beim ersten Mal schon gut gefallen. Wir haben natürlich unsere Hütten ein bisschen auf Vordermann gebracht mit den Verkleidungen vorne. Die Helligkeit, das haben wir heuer noch geregelt. Wir haben die ganze Beleuchtung, insbesondere die Sterne, noch mal dimmbar gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich eine schöne, heimelige Atmosphäre, so wie man es am Christkindlmarkt gerne hat. Man kann ja etwas gewinnen, Gutscheine, dafür gibt es viel zum Essen. Das finde ich einfach am tollsten. Und viel Licht ist hier auch, finde ich ganz, ganz toll. Der Kinderpunsch am meisten und die schönen Lieder. Musikalisch eingestimmt auf die Adventszeit wurden am Donnerstagabend nun auch die Straubinger. Denn mit dem Brand ihres Rathauses am eigentlichen Eröffnungstag war die Stadezeit zunächst natürlich erst einmal völlig in den Hintergrund gerückt. Trotzdem denke ich, es ist richtig, den Christkindlmarkt offiziell zu eröffnen. Zum einen, weil die Beschicker des Christkindlmarktes gerade auch unsere Rettungs- und Einsatzkräfte unglaublich unterstützt haben. Diese Solidarität war sehr wertvoll. Und zum anderen, wir werden diese Herausforderung in der Gemeinschaft bewältigen und der Christkindlmarkt ist genau ein Ereignis, in dem Gemeinschaft auch wirklich erlebbar ist.